Herzlich willkommen zum letzten Digitalausschuss-Report des Jahres 2019. Heute hatten wir zwei MinisterInnen zu Gast. Zuerst möchte ich euch erzählen vom Besuch von Horst Seehofer, unserem Innen- und Heimatminister. Der hat unter anderem, als ich ihn fragte, wie er zum Demokratiefördergesetz steht, gesagt, Prävention findet er super, ist er total dafür, auch für so ein Gesetz. Aber im Kabinett gäbe es noch unterschiedliche Meinungen dazu. Er setzt sich aber dafür ein. Da drücken wir alle mal die Daumen, denn das kann man wirklich brauchen. Er wurde auch gefragt, wie er denn zur Unabhängigkeit des BSI steht. Denn das BMI hat ja bekanntlich gewisse Interessenskonflikte, denn ihm untersteht nicht nur das BSI, das zuständig ist für IT-Sicherheit, sondern auch andere Ämter, die zum Beispiel Hacker-Kompetenzen aufbauen. Ein Widerspruch. Die einen wollen Sicherheitslücken schließen, die anderen wollen sie offen lassen. Da war Seehofer sonnenscheinklar und hat gesagt, solange ich Minister bin und zuständig politisch für die Behörde BSI, solange wird sie auch nicht unabhängig sein. Als nächstes habe ich ihn zum Thema Gesetzpaket zur Bekämpfung der Hasskriminalität gefragt. Da wurde besonders heftig diskutiert in den letzten Tagen, was denn das mit den Passwörtern einfach soll. Ich habe gefragt, sollen Unternehmen gezwungen werden, bis jetzt verschlüsselte Passwörter im Klartext abzuspeichern, damit Behörden, die die haben wollen, die auch im Klartext kriegen können? Gott sei Dank war die Antwort, nein, einen solchen Zwang soll es nicht geben. Es soll jedes Unternehmen weiter Passwörter verschlüsselt speichern können und ich hoffe, das machen alle, denn damit ist ein Zugriff auf viele Daten und unsere Privatsphäre möglich. Das letzte Thema, über das ich euch berichten möchte, ist das IT-Sicherheitsgesetz 2.0. Das ist nämlich fix und fertig, liegt seit Monaten in der Schublade und Seehofer hat uns auch erzählt, warum. Nämlich, weil die Koalition sich nicht einig wird, ob da jetzt noch ein Anti-Huawei-Paragraph mit rein soll. Was Seehofer dazu eigentlich denkt, ist nicht ganz klar geworden. Immerhin hat er deutlich gesagt, Handelskrieg-Paragraphen findet er doof. Wenn, dann muss es ausschließlich um IT-Sicherheit gehen. In diesem IT-Sicherheitsgesetz weiß man aufgrund eines Leaks ein paar Dinge, die drinstehen sollen. Unter anderem soll drinstehen, dass es ein freiwilliges IT-Sicherheitskennzeichen geben soll für IT-Produkte. Ich habe gefragt, wo sollen denn die Kriterien für dieses Kennzeichen herkommen? Wer macht die? Die Antwort darauf war, da gibt es noch gar keinen Prozess, der feststeht. Denkbar wäre zum Beispiel, dass die Industrie sich solche Kriterien selber ausdenkt und dann jedes Unternehmen für sich selbst erklärt, dass es sich dran hält. Das BMI hat auch gesagt, welche andere Art von Prozess es besser findet und ich muss sagen, ich finde es auch besser. Und zwar, wenn das BSI sich zusammen mit der Industrie hinsetzt und sich diese Kriterien gemeinsam ausdenkt. Und zwar genau so, dass sie auch zum Cyber Security Act der Europäischen Union passen, sodass man nicht am Ende eine Doppelzertifizierung hat, sondern jeder nur einmal IT-Sicherheitskriterien erfüllen muss und das am besten verbindlich. Eine Frage, die auch aufgetaucht ist, die habe ich gestellt, die war, was ist denn eigentlich bei den Zertifizierungsanforderungen für Kernkomponenten kritischer Infrastrukturen? Die denkt sich nämlich keiner selber aus, die sind ganz hart vorgeschrieben über das Gesetz. Und wie ist denn das zum Beispiel für kleine und mittlere Unternehmen, die Open-Source-Software verwenden und die solche Zertifizierung brauchen? Die sind nämlich mit dem Prozess dafür völlig überfordert, zumindest sehr oft. Das hat auch das BMI so gesehen. Das Problem diskutiert man offenbar intern, das fand ich super. Und man möchte die Schaffung einer Stelle unterstützen, die zentral Open-Source-Produkte für die Community zertifiziert. Damit fördert man indirekt natürlich auch die Verbreitung von Open-Source. Das finde ich gut und das trägt auch zur IT-Sicherheit bei. Ein sehr schräger Moment war für mich, als ich eine Aussage, die ich heute Morgen erzählt bekommen habe, nochmal nachgefragt habe, nämlich die Behauptung, ob wirklich das Vergaberecht verhindert, dass eine Behörde IT-sicherheitsbezogene Erfahrungen über ein Produkt oder irgendeine Anwendung mit einer anderen Behörde teilt. Das soll irgendwie verboten sein. Ich konnte mir das echt nicht vorstellen. Aber das BMI hat bestätigt, unser Vergaberecht verhindert, dass Behörden sich gegenseitig Informationen austauschen zu IT-Sicherheitserfahrungen. Da gibt es offenbar EU-Recht, das auch dahinter steht. Und es gibt nur sehr wenige Ausnahmen für den Bereich kritische Infrastrukturen. Da darf man das wohl machen. Ansonsten müsste man in das Vergaberecht als zwingende Kriterien die Cybersicherheit mit aufnehmen. Und das ist im Moment noch nicht der Fall. Das ist auf jeden Fall was, das könnte man sinnvoll noch ändern. So eine Regelung macht überhaupt keinen Sinn, aber frühestens in 2020 können wir wieder drüber reden.
Damit kommen wir zu Teil 2 meines heutigen Digitalausschussreports. Wir hatten auch Ministerin Giffey zu Gast, die Ministerin des BMFSFJ. Insofern ging es um viele Fragen, die zum Beispiel mit Jugend und mit Frauen zu tun haben, aber auch mit der Gesellschaft als Ganzes, zum Beispiel mit der Finanzierung des Projekts Demokratie leben. Ich habe die Ministerin gefragt, warum eigentlich bei dem jetzigen Gesetzespaket zur Bekämpfung von Hasskriminalität immer nur von mehr Strafverfolgung die Rede ist, aber so gar nicht von Prävention. Und warum man nach wie vor Kürzungen von 85 Millionen Euro bis 2023 für Demokratie leben geplant hat. Da gab es eine richtig positive Überraschung. Ministerin Giffey hat nämlich kundgetan, dass bereits beschlossen, aber noch nicht öffentlich kommuniziert worden ist, dass es zu dieser Kürzung doch nicht kommt, sondern dass bis 2023 jedes Jahr 115 Millionen Euro für Demokratieprojekte zur Verfügung stehen. Aber im Moment ist es immer noch eine Förderung nur für Modellprojekte. Deshalb möchte sie gerne, genau wie ich, ein Demokratiefördergesetz. Mit einem Demokratiefördergesetz würde man eben nicht nur Anschubfinanzierungen für Modellprojekte machen, sondern man könnte langfristig und nachhaltig die Projekte fördern, die erfolgreich das tun, was sie machen sollen, nämlich unsere Demokratie stärken. Ich habe natürlich auch zum Thema digitale Gewalt gegen Frauen gefragt. Denn es gibt ein Budget von 120 Millionen Euro über 4 Jahre verteilt, das gegen Gewalt gegen Frauen eingesetzt werden soll. Dazu habe ich heute erfahren, dass dieses ganze Geld nur für den Ausbau der Frauenhausinfrastruktur investiert werden soll. Die ist auch wirklich ungenügend und braucht das Geld. Aber für alles, was mit digitaler Gewalt zu tun hat, gibt es nur ein Budget von insgesamt 5 Millionen Euro pro Jahr, das für Innovationen sein sollen. Und das ist eben nicht nur das Thema digitale Gewalt gegen Frauen, sondern auch was die Umsetzung der Istanbul-Konvention betrifft, wo es darum geht, dass es auch Forschung geben muss, damit man überhaupt eine bessere Datenlage hat. Auch das geht von diesen 5 Millionen Euro ab. Das dritte Thema war das Jugendmedienschutzgesetz. Da hat die Ministerin vorgestellt, was sie sich in einer neuen Version dieses Gesetzes wünscht, nämlich mehr eingebaute Sicherheit, sie nannte das Sicherheitsgurte für Kinder und Jugendliche, also dass Voreinstellungen bei bestimmten Webseiten, Apps und so weiter so sind, dass Kinder geschützt werden, zum Beispiel, dass In-App-Käufe erstmal als Default deaktiviert sind und man die extra anstellen muss. Schwieriger fand ich, dass sie sich auch eine verbindliche Alterskennzeichnung für Webseiten wünscht. Das kann ich mir echt nicht vorstellen, wie man das in der Praxis machen will. Weil da reicht ja vielleicht, wenn irgendjemand auf einer Webseite kommentiert und schon falle ich vielleicht in eine andere Alterskategorisierung rein. Das wurde nicht im Detail erklärt. Frühere Versuche zur Alterskennzeichnung von Webseiten sind auch gescheitert. Für sie ist das vor allem gedacht als Orientierungshilfe für Eltern, die gucken wollen, was ihre Kinder so angucken. Da hängt, glaube ich, wie immer der Teufel im Detail, da müssen wir gucken, was sie sich drunter vorstellt. Prüfen soll das alles eine neu zu schaffende Behörde, eine Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz. Die soll sich dann um die sogenannten Interaktionsrisiken kümmern, also um das, was Kindern und Jugendlichen als Risiko beim Herumlaufen im Internet passieren kann. Das war natürlich nur ein kleiner Ausschnitt aus der einstündigen Debatte, die wir mit Ministerin Giffey geführt haben. Ich hoffe, für euch war es interessant. Und ich freue mich, wenn ihr wieder mal in den Ausschussreport reinguckt.